A dream come true of great big wonderlands and mystery. Hallöchen! Hi! So, da wären wir wieder zurück. Heute mal mit einem Video mal wieder eher Richtung Haushalt, Freundlichkeit, ja, Umwelt. Jetzt nicht unbedingt, aber haben wir Thema Umwelt? Wir haben Beauty hier. Ich habe gesagt, umweltfreundliche Sache im Haushalt. Umweltfreundliche Sache im Haushalt. Oh ja, wir sind total studierte Menschen. Nee, gar nicht im Haushalt. Unser Videotitel. Okay. Also, manchmal. Und zwar, ja, haben wir halt so gedacht, beziehungsweise ich eigentlich ursprünglich, dass wir vielleicht mal so ein bisschen umsteigen, weil wir haben eine Reportage gesehen über, ja, so Kanalreiniger und so, und die müssen halt voll so in den Chemikalien arbeiten. Und dann so, das geht so nicht weiter. Also, weil dir fällt immer so alle 6 bis 8 Wochen irgendwas Neues ein, ja, was wir jetzt hinter dem stehe ich jetzt schon. Können. Also, es muss ja auch, sag ich mal, wenn man schon ein Produkt, sag ich mal, ein anderes auswählt, soll es ja dann auch schon gut dann auch sein. Also, ich kaufe jetzt nicht das dann und dann ist scheiße und dann benutzen wir es trotzdem weiter. So machen wir es ja nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, man kann ja so nach und nach, wenn die Sachen leer sind, weil wegwerfen ist auch scheiße, mal so umsteigen zu umweltfreundlichen Reinigungsmitteln. Und ja, dann würde ich jetzt mal das erste vorstellen, was wir uns dann zugelegt haben, und zwar einen Küchenreiniger. Ich muss gucken, dass es nicht so blendet. Von You. Ja, 100%. Ja. 100% pflanzliche Wirkstoffe. Ich habe jetzt auch vorhin noch nachgelesen, das habe ich bis jetzt auch nicht gewusst, dass es nachfüllbar ist. Also es gibt wohl so Nachfüller, das heißt, man füllt es dann bis hierher mit Wasser und dann macht man diesen Nachfüller oben, schraubt den drauf, schüttelt es und dann schraubt man den ab und kann das wieder dann eben draufschrauben, diesen Sprühkopf. Somit spart man halt erstens Verpackungsmüll ohne Ende, weil es halt auch jedes Mal belastet und alles. Und ist halt dann auch billiger. Und es geht bei uns halt schon schnell leer. Und es ist halt, wie gesagt, aus 100% pflanzlichen Wirkstoffen hergestellt. Und ich muss sagen, es entfernt eigentlich den Schmutz und Fett und Co. eigentlich sehr gut. Also der Geruch, finde ich, ist ein bisschen... Also es ist halt okay. Riecht jetzt nicht schlecht, aber ich schätze nicht so, dass ich denke so, wow, voll geil. Ja. Also so ist jetzt nett. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung und man hat halt einfach auch ein besseres Gewissen, ne? Juhu, Küchenreiniger. So, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Gibt's auch bei DM. Ecover oder Ecover? Ich hab keine Ecover? Von Ecofair? Ja. Unsere Eltern würden das jetzt so aussprechen. Ja, von Ecover, gell? Oder meine Oma. Mhm. Ecover einfach toll, ja, gell? Was Tolles. Also auf jeden Fall ist das Spüli. Man muss ja wissen, um was sich handelt. Hier Granatapfel und Feige. Wie riecht das? Nach Granatapfel und Feige. Ja, komm, jetzt klapper doch nicht. Wie du es rausriechen willst, das ist... Also ich finde, es riecht sehr frisch. Ich finde, es riecht eher so ein bisschen minziger. Mhm, also weißt du, anstatt jetzt, also ich würde jetzt nicht rausrieche, dass es mega Granatapfel ist. Ja, aber das ist ja immer bei so Produkte. Bei Spüli ist es jetzt nicht so wild. Auf jeden Fall ist es biologisch abbaubar. Und diese Flasche ist auch aus pflanzenbasierten Recyclingplastik. Wuhu! Na, also, und ich finde beim Spüli, das entfernt genauso gut Rückstände. Ja, also ich merke jetzt keinen Unterschied und man ist auch eigentlich, finde ich, ein bisschen sparsamer, weil es halt auch ein bisschen teurer ist. Gut, das haben wir jetzt nicht so gesagt, wie viel das alles kostet, aber das recherchieren wir noch, das schreiben wir dann in die Infobox. Also ich meine, das ist so bei 1,75. Ja, ich kann mich nur dran. Also ich könnte mich ja total irren, aber ich meine 1,75, aber das ist okay, können wir später noch mal gucken. 500 Milliliter drin, finde ich okay. Okay, und was gibt es noch darüber zu sagen? Nix. Nee, super, finde ich gut. Also es gibt es wohl seit über 35 Jahren. Ich habe das halt jetzt, wenn man sich, also glaube ich, dafür nicht interessiert, dann findet man das auch nicht. Aber das gab es erst, jetzt gibt es auch noch was, also die Verpackung ist grün, das hatten wir auch schon mal. Aber ich weiß nicht mehr, welche Richtung gibt's das war. Gibt es im DM und im Dens Biomarkt, habe ich bisher gesehen. Also, im DM ist, glaube ich, ein bisschen günstiger. Ja. Aber ja, je nachdem, wo wir halt sind. Also ich fahre jetzt extra zum DM, nur weil ich dann da 10 Cent spare, weil dann habe ich den Sprit verfahren. Ja. Nee, finde ich gut. Okay. So, dann sind wir auch schon bei unserem dritten Produkt. Und zwar das DM Denk mit WC. Oh, das blendet echt ein bisschen krass. Reinigungsgel Nature.
gibt es jetzt so eine Serie. Wir haben da auch so Geschirrspültabs von diesen Natures, sind auch echt gut. Haben wir jetzt aber nicht mehr das Video gemacht, das kommt vielleicht nochmal anders. Und zwar hat dieses Produkt auch also ausgezeichnet mit der Blaue Engel, weil gewässerschonend. Blaue Engel ist auch so DM Recycling, Zeba, Toilettenpapier, also das benutzen wir auch, weil wenn man schon benutzt, dann kann man auch das Recycling nehmen, weil macht genau denselben, erfüllt denselben Zweck. Klar. Ja, und was kann ich dazu sagen? Also ich habe es bisher nur einmal benutzt jetzt. Also wir putzen öfters Toilette, das macht immer sie. Ja, mehr Sicherheit für Kinder, enthält Bitrex, was ja auch schon mal gut ist, auch für viele Mütter mit Kindern und so, ne? EU-Öko-Label. Und ja, die Tenside auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Und ich muss jetzt sagen, das erste Mal, wo ich es jetzt angewendet habe, ich habe es einwirken lassen, habe es dann mit der Toilettenbürste, habe ich das dann so halt geschubbert. Fährst du halt so an den Rand und in den Hals. Ja, gut, die Leute sind ja schon bestimmt immer geputzt. Vielleicht manche auch nicht. Und ich muss sagen, das hat es eigentlich alles gut entfernt. Und also ich kann jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Wie riecht es? Auch riecht eigentlich ganz frisch. Das riecht jetzt mir sehr direkt zum Sprühe oder Spritze, wenn ich da schon im Klo war. Ja, aber wie gesagt, also das riecht echt gut und ist eigentlich auch recht ergiebig. Also es sieht recht flüssig aus. Warte mal, vielleicht kannst du es über das ja wohl nehmen. Also recht flüssig, aber es hält trotzdem eigentlich lang. Ja, also so oft müssen wir das nicht haben. Ach, gibt es auch beim DM? Ja, das habe ich gesagt, denke ich, DM. Flasche und Verschluss recycelbar, Produkt 99,9% biologisch abbaubar, Flasche mit 99% Recyclinganteil. Ja, ne? Kann man sich nicht beschweren, war dann ein bisschen besseres Gewissen. Stimmt. Genau, das war es eigentlich soweit. Also, falls ihr auch mal so ein bisschen vielleicht umweltbewusster so Zeug kaufen wollt, nicht immer nur so Sakrotan, 100% alles abtöten, können wir euch die drei Produkte auf alle Fälle empfehlen und die putzen genauso gut. Und oder vielleicht kennt ihr noch irgendwelche super Sachen. Ja, auf jeden Fall Tipps oder so gerne in die Kommentare. Über ein Like freuen wir uns wie immer und über ein Abo natürlich noch mehr. Oder über alles am meisten. Genau. Bis dann. Okay, bis bald. Tschüss. Tschüss. Alk-LKW-Fahrer. Tschüss. Hey, Rainer. Hermann. Also jetzt fertig.